Die Augen links. Auferstanden aus den Ruinen der Geschichte ist sie wieder da, die Freie Deutsche Jugend, kurz FDJ. Einst sozialistische Massenorganisation in der DDR. Aufmarsch am vergangenen Samstag im thüringischen Jena. Thüringen wird zwar von einem Linken regiert, doch noch weiter links wollen hier die wenigsten. Sie sind sauer? Weil der Sozialismus verherrlicht wird. Weil der Sozialismus verherrlicht wird? Verherrlicht wird, ja. Sind Sie denn eine Arbeiterin? Die sind ja für die Arbeiter. Die sind wir gar nicht. Die sollten mal arbeiten, die Herrschaften, gell? So. Und Sie sollten daran denken, im Sozialismus gibt es kein Hartz IV. Da müssen Sie arbeiten. Die werktätigen Massen sollen mit einem ersten Redebeitrag mobilisiert werden. Von oben herab. Ich arbeite in der Autoindustrie. Was hat dieses verkommene System hier noch zu bieten? Nicht außer Massenarbeitslosigkeit. Während es für die Jugend mit Schalmeienklang Richtung Zukunft geht, plagen sich die Alten mit der Geschichte. Das ist schwer, oder? Fordert die Revolution Opfer? Natürlich. Selbstverständlich. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wer FDJ sagt, meint auch DDR, ob er will oder nicht. Sie können doch nicht ein Land unterstützen, was sein Volk eingesperrt hat. Hä? Was hat das denn jetzt denn zusammen? Wer hat das Volk eingesperrt? Die DDR-Führung hat ihr Volk Warum eingesperrt. Warum ist denn der sozialistische Schutzwall, wo ihr Mauer zerhacht, gebaut worden? Damit die Leute nicht fliehen, im Westen. Damit die Leute nicht ja, fliehen. Ja, warum? Ich kann Ihnen sagen, ich habe zum Mindestlohn gearbeitet. Habe ich die Möglichkeit zu reisen oder bin ich eingesperrt? Sie sind aus dem Westen. Nein, ja. ich bin sogar in Jena geboren und ich bin Jenenser. Ich bin Physiker und habe keinen Job und ich kann auch nicht reisen. Was habe ich nun? Was ist jetzt anders? Früher konnte ich wenigstens nach Russland. Gehen Sie arbeiten. Also, hauen Sie ja ab. Da muss ich erstmal eine Arbeit kriegen. Ich war nicht eingesperrt, ich komme aus der DDR. Sie konnten da auch nicht reisen. Das waren die 30 besten Jahre meines Lebens. Alles eine Frage des Klassenstandpunktes, weiß auch der Pressesprecher. Ein Wessi. Ideologisch geschult in Freiheit. Was wollen Sie eigentlich? Sozialismus? Nein. Doch, das ist die wissenschaftliche Erkenntnis aus der Menschheitsgeschichte. Wer allen Ernstes meint, dass die Menschheit es noch nötig hat, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen als ihr einziges Ziel zu bezeichnen, der macht mich sprachlos. Abseits der Kamera stellt sich die antifaschistische Jugend der Freien Deutschen Jugend in den Weg, blockiert den Demozug und bekommt dafür die harte Hand der Staatsmacht zu spüren. Wunden lecken am Wegesrand. Was seid ihr? Wir haben versucht, die Demonstration zu blockieren. Polizei ist mit Pfefferspray gegen friedliche Demonstranten vorgegangen, hat direkt ins Gesicht gesprayt, körperliche Gewalt angewendet, ohne vorzubehandeln. Ja, es gibt mehrere verletzt. Bitte nicht filmen, ich weiß nicht, ob die Personen so gerne... Es gab eine Aufforderung und danach direkt Pfefferspray. Ohne Vorwarnung. Einmal durch. Wir waren zu siebt oder zu acht. Wie geht's dir? Wer spricht da? Spiegel-TV. Spiegel-TV. Ich liebe Spiegel-TV. Also wir waren zu siebt, saßen auf der Straße, es kamen drei Polizisten an, vier vielleicht. Die haben gesagt, räumt. Wir haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Und dann, ich kann die Augen gar nicht öffnen. Und dann halt direkt ohne Vorwarnung einfach direkt ins Gesicht gesprüht. Ich sehe immer noch nichts. Also es ist einfach völlig unverhältnismäßig. Die FDJ will wiederum solidarisch mit der von staatlicher Repression heimgesuchten Antifa sein und blockiert eine Straßenkreuzung. Über eine halbe Stunde lang geht hier nichts mehr. Sind Sie sauer? Ja, ich bin sauer. Warum? Weil mich das stört, weil ich etwas zu tun habe. Das könnt ihr auch irgendwo anders machen. Das interessiert mich nicht. Das sind nicht meine Belange. Sie kämpfen für die Arbeiterklasse. So sehen die alle aus wie die Arbeiterklasse. Die waren bestimmt alle nicht Samstag in der Schule. Ich war's. In der Fußgängerzone ist nicht nur die Antifa wieder da, auch die Polizei will nicht abseits stehen.
Die Revolution frisst ihre Kinder. Antifa gegen FDJ. Die Linke ist wieder gespalten. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Glaubt man Karl Marx, dass nicht das Bewusstsein das Leben bestimmt, sondern das Leben das Bewusstsein, ist es nicht so schlecht bestellt um unsere Zukunft. In Freiheit und Demokratie. Freundschaft.